Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Manuel Gulde ist gesperrt mit der 5. gelben Karte. Buba Kaberi nach wie vor Rückenschmerzen. Dennis Kempe nach wie vor im Aufbautraining. Neue Dinge haben sich ergeben. Sascha Traut hat das Knie ein bisschen reagiert. Wir können noch nicht ganz abschätzen, was es ist. Es ist dick geworden, deswegen kann man es gerade schlecht untersuchen. Das Kreuzband ist es nicht. Also da können wir schon mal Entwarnung geben. Kann eine kleine Reaktion sein. Das müssen wir abwarten, werden die nächsten Tage ergeben. Jan Mausberger fällt definitiv aus. Gestern im Training Probleme mit der Wade. Haben Bilder gemacht. Eine kleine Verletzung an der Wade im Übergang. Zerrung, Muskelfaserriss, kann man jetzt schwer in diesem Übergang abschätzen. Wird aber ausfallen am Wochenende. Möglicherweise noch ein Spiel. Also ist jetzt nicht so klein, dass er sofort wieder da ist. Ist aber auch nicht so groß, dass er jetzt, wer weiß, wie lange ausfällt. Ist eine kleine Verletzung, aber die ihn halt hindert, nochmal zu trainieren. Ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit. Als Innenverteidiger, da wir dadurch natürlich ein bisschen Engpass haben wir heute im Training den Ferdinand Herfeld von den Amateuren mit eingestellt, weil wir ja natürlich schauen müssen, auch die Besetzung auf der Bank ist noch unklar. Wir haben so einen Not-Innenverteidiger mit dem Jonas Meffert, der da schon mal gespielt hat. Jonas ist aber gleichzeitig eine wichtige Stütze im Mittelfeld und deswegen überlegen wir, was wir da tun. Gut möglich, dass das Ferdinand auch morgen mit auf der Bank sitzt als dritter Innenverteidiger. Wir haben ja schon auch in der letzten Woche angefangen zu differenzieren. Dafür machen wir auch die Leistungstests. Wir haben ja schon immer mal wieder auch einen Jonas Meffert und Philipp Max, die so ein bisschen Probleme in der Grundlagenausdauer noch haben aufgrund ihrer Jugend. Haben wir immer mal wieder rausgenommen. Bei intensiven Einheiten haben wir die laufen lassen. Am Mittwoch waren wir nicht auf dem Platz, sondern haben auch wieder differenziert. Eine Gruppe ist laufen gegangen. Eine andere Gruppe war auf dem Platz, hat Schnelligkeitstraining gemacht. Wir machen sehr kurze Einheiten, immer so eineinviertel Stunde, einfach, dass man nicht mehr da in einen Bereich geht, der einen am Ende wehtun kann. Das sind alles Dinge, die wir berücksichtigen, die auch aufgrund unserer Leistungsdiagnostik natürlich wichtig sind, dass wir wissen, in welchem Bereich die Jungs arbeiten müssen, wo sie Schwächen haben und jetzt gerade am Ende auch differenzieren. Und dass Probleme auftauchen, ist normal. Deshalb lese ich jetzt, wenn ich einen Kicker durchgehe, hat jeder irgendwo 3, 4 Ausfälle, die sich jetzt am Ende der Saison einfach häufen, weil die natürlich diese Ermüdung, die stockt sich einfach an, das ist normal. Ja, am Mittwoch war er noch laufen und gestern im Grunde zum ersten Mal trainiert und dass er nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist, ist normal. Auch da gilt es für uns abzuwägen, womit wir uns und ihm den größten Gefallen tun. Vielleicht, dass er von der Bank kommt, wir das Ganze anders ausrichten oder halt sagen, soweit die Füße tragen, das wissen wir noch nicht. Beides ist möglich und auf beides muss man Rücksicht nehmen, weil er natürlich auch, wir ja auch noch Spiele danach haben und dementsprechend auch schauen muss, auch jemand ja 100% sein muss, um wirklich auch seinen besten Fußball zu spielen. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.